Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung. Und zwar sind wir jetzt bei dem Sternzeichen Schütze. Natürlich auch sehenswert für die Aszendenten, Mond- oder Venuszeichen, die im Sternzeichen Schütze sich wiederfinden. Ihr wisst ja, es gibt ja viele, die sagen, also die ganzen Legungen, da treffen die Aszendentlegungen viel mehr auf mich zu, wie die Legungen aus dem Sonnenzeichen. Deshalb sage ich immer, das muss jeder von euch selbst entscheiden, wo er, ja, mit was er da in Resonanz geht. Das kann man nicht vorweggreifen, das ist allein eure Entscheidung. So, und auch die heutige Legung, ihr wisst ja, ich bin ja immer ein bisschen für Veränderungen, zumindest bei diesen Legungen hier. Und da habe ich als Überschriftskarte das magische Krafttiere-Orakel-Deck. Da wird es eine Überschrift geben. Dann ziehe ich eine Karte aus dem Sacred Destiny-Deck von Denise Lin. Des Weiteren eine Karte aus dem Antworten der Engel-Orakel. Eine Karte aus dem Segen der Engel für dich. Und dann gibt es 5 Karten aus dem wunderschönen Thelema Lenemore-Deck von Renata Lechner. Und zu guter Letzt ziehe ich noch eine Karte aus dem Seelensterne. Das ist ein astrologisches Orakeldeck, wo auch diese wunderschöne Karte herkommt. Da ziehe ich noch eine Karte für euch. Da zeigen sich dann meist die Häuser, die Planeten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade für diese Monatslegungen wirklich immer noch eine passende Endaussage gibt. Und deshalb wird die zum Schluss noch für euch bereit sein. So, dann schauen wir mal als erstes, welches Krafttier begleitet denn die Schützegeborenen im August. Da haben wir die Biene. Und da steht Produktivität und Fleiß. Die Biene ist ein fleißiges Tier, das eine verantwortungsvolle Rolle innerhalb seines Volkes übernimmt. Erledige deine Aufgaben sorgfältig und pflichtbewusst. Nach getaner Arbeit steht dir Dank und Anerkennung zu. Vergiss nicht, dir auch eine Pause zu gönnen. Und die Affirmation: Wenn ich meine Verpflichtungen mit Sorgfalt und Hingabe erfülle, verdiene ich eine Pause. Na, das mit Sicherheit. Also mit anderen Worten, erledige das, was du dir jetzt zum Beispiel auch vorgenommen hast, wo du gesagt hast, doch, das schiebe ich schon eine Weile vor mir her, jetzt komme ich ins Tun, jetzt widme ich mich dieser Aufgabe und danach habe ich mir dann Erholung und Pause verdient. Schieb es nicht weiter vor dir her, nimm es jetzt und ja, und erfreu dich an dem, was dir dann als Feedback von deinen umliegenden Personen entgegengebracht wird. Und hier haben wir schon das, was dir eventuell entgegengebracht wird. Wir haben nämlich hier die wunderschöne Karte Heckenrose mit der Überschrift Liebe. Ja, als Dank für deinen Einsatz kannst du mit Sicherheit Liebe erwarten. Liebe und Herzlichkeit als Dankeschön, das, was dir im Grunde genommen, ja, was dich dann auch wieder glücklich macht, was dich aufbaut, wo du sagst, oh, das freut mich, dass ich anderen jetzt eine Freude machen konnte mit meiner Arbeit. Die Botschaft der Heckenrose: Liebe ist überall um dich herum und tritt jetzt ganz besonders in dein Leben. Du wirst möglicherweise bereits mehr geliebt, als dir bewusst ist. In der Tat bist du ein geweihtes Gefäß der Liebe und sie durchströmt dich, wenn du im Mittelpunkt der Dinge stehst. Alles ist gut, unabhängig davon, was um dich herum geschieht. Du bist dir bewusst, dass du geliebt wirst und liebenswert bist. Und dass du nichts tun musst, Entschuldigung, um diese Liebe zu verdienen. Also mit anderen Worten, du musst dich nicht verbeugen, du musst dich nicht verändern, du musst kein anderer Mensch werden,
um Liebe zu empfangen. Es gibt genügend Menschen um dich herum, die dich lieben. Erkenne diese Menschen und genieße die Liebe, die man dir da entgegenbringt. Und bei den Engeln erhältst du die Antwort, Meditation bringt Antworten. Also die Menschen, die jetzt hier bei mir schon öfter reingucken, die wissen, Meditation, sage ich immer, ist nicht für jedermann. Ich interpretiere Meditation mit einem einfachen Rückzug. Einfach mal in die Stille gehen. Sich zurückziehen, seine Wünsche, seine Probleme, alles, was einen bewegt, Revue passieren lassen und dann Entscheidungen treffen. Auch das ist für mich eine Art der Meditation. Einfach einen Rückzug ganz für sich alleine in Anspruch zu nehmen, ohne irgendwelche hinderlichen Dinge. Man braucht keine Musik, man braucht kein Handy, man braucht wirklich nur einen ruhigen Rückzugsort, um wirklich zu einem Ergebnis zu finden. Um zu wissen, wann ist es nötig, dass ich jetzt wirklich ins Tun komme. So, und hier haben wir die Karte Engel der Bewusstheit. Öffne dich bewusst nur für gute, lichtvolle Gedanken und Gefühle. Also lass alles Erschwerende, alles Belastende jetzt mal von dir abfallen. Genieße einfach die Liebe, die dir von bestimmten Menschen entgegengebracht wird. Genieße diese Liebe und ja, erfreu dich daran. Öffne dich bewusst nur für gute, lichtvolle Gedanken und Gefühle. Das heißt, versuche alles Belastende, alles, was dir Stress und Sorgen bereitet, abzulegen. Genau das ist es, was man in dieser Art der Meditation auch erreicht. Einfach mal zu sich finden, in die Stille gehen, alles Revue passieren lassen und erkennen, das ist mein Weg. Genau das ist nur mein Weg. Und den nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Den begehe ich jetzt auch, genau diesen Weg. Du weißt alleine, dass du fleißig bist, dass du im Grunde genommen deine Ziele sorgfältig und pflichtbewusst deinen Zielen nachgehst. Aber es ist wichtig, dir auch deine Pausen zu gönnen. Und hier weisen dich diese Karten auch darauf hin. Nimm diese Pausen auch in Anspruch. Erkenne, wer dich liebt, wer zu dir steht, auch wenn du nicht immer gleich und sofort handelst. Du bist verantwortungsbewusst, um Nötiges immer zu erledigen. Aber lass dich nicht drängen. Erkenne selbst, wann ist die richtige Zeit und genieße einfach mal deinen Rückzug. Denn es geht hier einzig und allein bei dieser Legung um dich. Du bist der Fragesteller. Wir haben eine allgemeine Legung, die 29 betrifft ausschließlich den Fragesteller. Und das bist du. Du entscheidest, wann öffne ich mich? Wann bin ich bereit, meine Tätigkeit zu erledigen, die man von mir fordert? Wann bin ich bereit, Sehnsüchte umzusetzen, in dem Fall auch deine eigenen? Deine Sehnsüchte, deine Träume, auch die sind gefragt. Du musst nicht aktiv werden und verantwortungsvoll immer nur für andere sein, so wie die Biene für ihr Volk alles übernimmt. Deine eigenen Wünsche und Ziele spielen auch eine Rolle. Also folge auch deinen eigenen Wünschen, deiner Intuition.
Finde genau den richtigen Weg. Um all diese Blockaden und Hindernisse, die dich hier vielleicht auch noch aus dem Vormonat, also in dem wir jetzt am Ende sind, noch begleiten oder dich auch schon längere Zeit begleiten. Aber sei dir gewiss, und das ist ein fantastischer Abschluss fast, wir haben nämlich die höchste Glückskarte des Lenormands, die Sonne. Das heißt, alles, was du jetzt dir in Träumen erhofft hast, was aber immer wieder blockiert war, weil immer wieder Hindernisse im Weg waren, all das wird jetzt ein Ende haben. All das geht jetzt in Glück und Erfolg über. Du kommst aus allen Verstrickungen jetzt raus. Die Schlange ist auch ein Zeichen der Gesundung. Du kannst jetzt gesunden. Man sagt, man streift eine alte Haut ab und entwickelt etwas Neues. Alles Belastende kannst du jetzt abstreifen. Du kommst zu Glück und Erfolg. Du wirst Liebe empfangen von vielen Menschen um dich herum. Auch von denen, wo du nicht gleich parat warst. Du wirst erkennen, dass du um deiner selbst geliebt wirst. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Man möchte nicht geliebt werden, weil man für andere rund um die Uhr alles macht, was erwartet wird, sondern man möchte als Mensch wegen seines Charakters, wegen seiner Art und Weise, wie man vielleicht auch mit den anderen Menschen umgeht, geliebt werden. Und das führe dir vor Augen. Erkenne es in deinem Rückzug. Hier warten Einladungen und Geschenke auf dich. Du hast die Kraft und die Stärke, wirklich Herzenswünsche in Erfüllung zu bringen. Du kannst dir Herzenswünsche erfüllen. Erkenne einfach nur deinen Weg. Komme raus aus den Träumen und lass jetzt wirklich diese Blockaden und Hindernisse hinter dir. Genieße den Erfolg, der hier auf dich zukommt, das Glück. Komme raus aus sämtlichen Verstrickungen und komme voll und ganz in die Gesundung. Und hier haben wir, und das ist sehr passend, genau wieder hierfür zugeschnitten, wir haben das sechste Haus. Das sechste Haus spricht von Arbeit, von Gesundheit, von Beruf. So wie auch hier. Es ist der Fleiß, der hier dargestellt wurde, die Arbeiten sorgfältig und pflichtbewusst erledigen und so weiter. Lebst du deine Berufung? Das solltest du dich fragen. Lebst du deine Berufung? Denn nur wenn du diese wirklich lebst, das heißt, auch mal alle Arbeiten liegen zu lassen. Auch das kann deine Berufung mal sein. Wichtig ist, gönn dir eine Pause. Gönn dir eine Pause des Rückzugs, um dann zu sagen, ich lebe meine Berufung und die bereitet mir Freude. Ich wünsche euch einen wunderschönen August und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.